Roadrunner, Alko- und Drogenlenker und andere Verkehrssünder gefährden die Sicherheit auf Österreichs Straßen. Die Verkehrspolizisten sind rund um die Uhr im Dienst, um die Sicherheit herzustellen und Problemfälle aus dem Verkehr zu ziehen. In einem VW riecht es sehr auffällig. Die Beamten holen sich eine Spürnase als Unterstützung. Als tatsächlich Suchtgift gefunden wird, gerät der Mann in Erklärungsnot. Wo haben Sie das gekauft? Haben Sie nicht gekauft? Nein. Na, von wo haben Sie das dann her? Gefunden. Seit wie vielen Jahren konsumieren Sie? Ein, zwei Jahre vielleicht. Ein, zwei Jahre. Seit ein, zwei Jahren finden Sie das Gras auf der Straße irgendwo und nehmen es halt einfach mit. Wenn ich weiß, dass das Gras ist, ja. Auch im Mod-Kurs wird es ernst. Die Polizisten üben den Einsatz von sogenannten Reifenentlüftungssystemen. Beim Barracuda, beim neuen System, haben wir einen Zentimeter von den Dornen her. Und das in 15 bis 20 Sekunden ist der platt. Und sobald er einen Kurveneinschlag hat, ist er gar und der Reifen schält sich sogar von der Felge. Wir sind exklusiv am Tuning-Treffen im oberösterreichischen Mühlviertel. Es ist gut besucht und voller exklusiver Liebhaberstücke. Das ist unser gemeinsames Club-Auto. Das ist von September bis Dezember 2015 entstanden für das Winterautotreffen in Freistadt. Und die Verkehrspolizisten halten einen BMW an, der bei Rot über die Ampel und ihnen direkt in die Arme gefahren ist. War schon rot, oder? Gelb, aber ich. Ja. Die beiden Revierinspektoren Markus und Andreas sind bei einer groß angelegten Schwerpunktkontrolle im Dienst. Diesen VW Golf haben sie für eine Routinekontrolle angehalten, doch als der Fahrer das Fenster öffnet, bemerken die Polizisten, dass hier etwas im Busch sein könnte. Verbandspackung, Pannendreck haben Sie da bitte. Wir haben nicht so viel Geld. Wir fahren noch mit Kern, wir fangen mit Urlaub an. Wir können eh nachschauen. Machen Sie es auf, bitte. Sie auch einen Ausweis mit? Ja. Kollege? Ja. Ich würde mal ansuchen. Machen Sie das bitte auf? Das? Ja. Bitte aufmachen, ja. Sind Sie? Ja. Danke. Wir wollten gerade in den Urlaub fahren, deswegen. In Urlaub wollten Sie gerade fahren. Gut, tun Sie mir gefallen, stellen Sie sich bitte dabei vor das Auto. Haben Sie irgendwelche Substanzen, die mit, die Richtung nicht legal sind? Bleiben Sie da, passt schon, können Sie stehen bleiben. Keine illegalen Substanzen mit. Ja, es riecht verdächtig nach Cannabis in dem Auto. Schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendwas finden werden. Oder ob vielleicht nicht sogar der Lenker beeinträchtigt. So, dann Joint gerade. Ihr Fahrzeugericht nach DRT. Ich bin nicht, ich bin auch kein Raucher. Bitte? Ich bin auch kein Raucher. Sie sind auch kein Raucher? Ja. Wenn Sie mir bitte auf die rechte Schulter schauen. Ja. Anhaltung. Das Auge schließen. Öffnen. Danke. Was hat die Untersuchung ergeben? Zurzeit, die Pupillenreaktion war normal, also kann man nichts drauf schließen, aber wie der Kollege schon gesagt hat, wir haben da einen süßlichen Duft, das man so auf Cannabis hin schließen lässt. Und jetzt werden wir mal das Auto schauen, ob wir was finden. Ja, dem hat schon vorher ziemlich viel Geld drin. Schauen wir mal. Gut, was machen Sie mit dem ganzen Geld? Ich fange gerade ins Urlaub. Im Urlaub? Ja. Okay. Wir haben ein bisschen Gebet gebracht, wenn schon was machen. Ja, nein, das passt schon. Ich frage mich nur, heutzutage wissen Sie, Zeiten, wo man nicht mehr so viel Bargeld eigentlich braucht? Ja. Was haben Sie gekriegt? Mein Lohn bekommen und Abkommen und jetzt war ich ins Urlaub. Aha. Ich kann sogar meine Bankkarten zeigen. Nein, 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 das passt schon. Da ist eine Uhr drin. Steff weiter auf der S1. Voll. So wie es ausschaut, Abfahrt, Station, ja? Sicher noch das Aufgabe. Was meinst du? In Sessel, in den Sitz, oder was? Ja. So, Trick 17. Können Sie sich erklären, warum es da noch Cannabis riecht? Ich habe keine Ahnung von dem her, wirklich. Also, ich rauche selber nichts. Ja. Habe auch nichts konsumiert, dann der Kollege hat auch nicht kontrolliert, also von dem her. Und das viele Bargeld, was haben? Ich fahre gerade ins Urlaub. Ich brauche Bargeld. Wohin fährt? Ich fahre jetzt nach Istanbul. Wir sind gerade jetzt losgefahren vor ein paar Minuten. Die zwei Männer dürfen ihre Fahrt erst fortsetzen, wenn die Beamten geklärt haben, ob sich in dem Fahrzeug Drogen befinden. Denn der Cannabisgeruch ist so stark, dass ihn nicht mal der Piña Colada-Duftbaum überdecken kann. Wieso? Was riecht es da drinnen so? Ich habe wirklich keine Ahnung.
Also ich habe das Auto mein Freund gegeben, vielleicht, keine Ahnung. Aber also gestern hat er es bekommen. Sie haben noch nie Drogen genommen? Ich? Ja. Nein. Noch nie probiert? Ja, ich frage Sie jetzt da. Ich konsumiere gar nichts, ich rauche sogar. Sehr komisch, sehr komisch. Müssen wir mal vorne die Motorhaube aufmachen, bitte? Das ist nicht. Das ist der Pickel jetzt extrem in den Auto noch groß. Ja. Ich meine, der Duftbaum ist auch, aber. Kann das sein, dass es der Duftbaum ist? Naja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht. Wenn das der Duftbaum ist, dann würde ich mir, glaube ich, einen neuen kaufen. Also, fliegen Sie in die Türkei oder fahren Sie mit dem Auto? Wir wollten gerade losfahren. Am Flughafen oder? Direkt. Mit dem Auto, ja. Okay. Was ist das, 14 Stunden? 20. 20? Ja. Naja, gut geschätzt. Kurz bitte einmal öffnen. Das dicke Ende umdrehen. Gescheit drauf, damit es nicht runterfällt. Genau, und gleichmäßig reinblasen, bis es nicht mehr piepst. Perfekt, bitte Mundstück abziehen. 0,0. Gut. An Urin könnten Sie abgeben. Ja, aber jetzt gerade. Was? Ich muss kurz was trinken. Dann können Sie was trinken, das ist kein Problem. Sind Sie Führerschein? Nein. Die zweite Frage ist jetzt da, wenn wir uns jetzt einen Hund kommen lassen und der schnüffelt durch das Auto durch, findet der was? Mir ist das egal, ich kann da durchsuchen. Weil ich weiß davon nicht, ob der. Also ich habe es dem Freund gegeben und ich habe es heute geputzt, von dem her weiß ich dann nichts mehr. Okay. Also das heißt, Sie haben es einem Freund gegeben, das Auto, und Sie haben es vorher putzt und einem Freund gegeben und jetzt fahren Sie? Nein, nein, jetzt habe ich es geputzt. Ich habe ihm das vorgestern und gestern gegeben. Gestern und vorgestern, okay. Und wenn Sie es heute putzen, ist Ihnen noch nichts aufgefallen? Nein. Das wissen wir nicht. Sie hören sogar das Auto. Dass irgendwo was reingepackt worden ist. Was. Ich habe es nicht einmal gerochen, ehrlich gesagt. Schwag. Ah, sehr gut. Ja, was haben Sie zu trinken im Auto? Ja. Nehmen Sie mal ein paar Schlücke, weil da hinten ist ein Dixi-Klo, das können wir annehmen. Die Wiener Verkehrspolizisten haben sich an einem gut übersichtlichen Platz positioniert, um im Rahmen einer Großkontrolle Anhaltungen zu machen. Diesen BMW haben sie gestoppt, da die Scheinwerfer eine Blendwirkung haben und das Kind am Rücksitz nicht angeschnallt war. Nun prüfen sie auch die Verkehrssicherheit und die Umweltverträglichkeit des Fahrzeugs. Was ist das für Reifenprofil? Das ist überhaupt noch nicht gesehen, sowas. Was ist das? Diese Tigerreifen oder keine Ahnung, wie das ist. Aber das ist alles original von ihm, das ist nicht irgendwas eingebaut oder. Es ist mir jetzt dieser kaputt geworden, das habe ich jetzt gekauft, dass ich tauschen, aber alles klar. Gehe ich zuerst schnell zu der, mit der Tochter zu das, das ist trüb geworden, gell? Ja. Das ist komplett abgeschliffen, der Zellon. Okay. Ja, das Problem ist halt, dass du hast eine Blendwirkung durch die, durch das trübe, durch den trüben Zellon haben sie eine Blendwirkung. Naja, es gibt Möglichkeiten. Entweder man kauft einen neuen oder was auch für eine Möglichkeit gibt, man schleift das ab und lackiert das wieder neu. Das ist wahrscheinlich was Günstiges, aber das ist einmal auf jeden Fall ein Mangel. Machen Sie mir mal den Kofferraum, die Motorhaube auf. Warum sind Sie aufgehalten worden, wissen Sie das? Das weiß ich nicht. Alles in Ordnung bei Ihrem Auto? Haben Sie getunt? Bei dem Auto ist das alles okay. Wie ich weiß, technisch ist alles okay. Nein, alles okay. Normal, die Zellone passen einmal nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt gehört von den Polizisten. Aber sonst. Revierinspektor Thomas sieht sich den Motorraum genauer an. Außerdem müssen die Beamten dem Vater bewusst machen, dass das Nicht-Anschnallen des Kindes und das Fehlen einer entsprechenden Sitzerhöhung bei einem Unfall tödlich enden kann. Denn schon bei 50 km/h wirkt der Aufprall so, als würde das Kind aus dem dritten Stock fallen. Erster Eindruck? Ja, wir haben diverse undichte Stellen, also ein bisschen Öl überall ist. Und in erster Linie auffallen ist wegen einer Blendwirkung vorne, wegen der Zellone. Und weil das Kind hinten nicht angeschnallt war. Es kommt leider Gottes doch immer wieder vor, dass das
nicht beachtet wird, weil man sich eigentlich nicht bewusst ist, was da alles passieren kann, wenn man nicht angeschnallt ist. Aber man kennt das aus diversen Videos, was da alles passiert. Und in dem Fall, das muss man schon immer drauf schauen. Für den Sitz brauchen sie was. Die Tochter ist zu klein, bis 1,35 ja, oder 14 Jahre braucht sie was für einen Sitz. Ja. Oder wenn es verstellbar ist. Ja. Ich habe jetzt schnell bei der Arzt, ich verspätere den Bier. Ja. Deswegen, weil ich habe die Zahntermin um 14:30 Uhr. Ich gebe Ihnen das noch kurz. Sie sagen mir noch, wie die Tochter heißt, bitte. Namen brauchen wir von der Tochter. Das sagt der Kollege, schreibt das auf. Ja. Und Geburtsdatum. Ja. Wo ist denn der Zahnarzt, wo Sie hin müssen? Yes. Rechts. Dann diese, wer ist das jetzt, diese Kinderarzt. Nur so können Sie es nicht weiterfahren, gell? Also ich meine, diese brauchen auf jeden Fall für das Kind irgendwie eine Rückhaltevorrichtung. Ne? Das ist so nicht in Ordnung. Schauen wir mal, wie das ausschaut mit dem Gurt, wenn er wieder verläuft. Nein, geht sich eh aus mit dem Gurt. Ja. Nein, mein Hals ist noch wichtiger. Schauen Sie mal. Also bis 1,35 brauchen wir im. Aber ich glaube, das passt ja, oder? Das ist nicht sehr groß. Ja, aber siehst du, das geht so mit dem Hals nicht schön aus, oder? Aber schauen Sie mal, mein Hals, das passt nicht. Ja, das ist das Problem. Sehen Sie das? Okay. Lassen Sie mal angurten, die Tochter, und schauen Sie sich das an. Kann sie da vorne sitzen? Ich kann diese Güte. Ja, wenn Sie das verstehen können, ja. Aber sehen Sie, das ist das Schneide im Hals ein. Ne? Okay. Das ist das Problem an dem Ganzen. Ja, deswegen braucht man unten was, wo man drauf sitzt, dass man höher kommt. Es geht einmal hauptsächlich um die Größe, sage ich jetzt einmal, dass die Gurtführung nicht beim Hals oder beim Ohr ist. Und ja, natürlich auch das Alter, aber wenn jemand die erforderliche Größe hat, das Kind, dann passt das genauso. Wichtig ist halt, dass der Gurt nicht im Kopfbereich ist, sondern da im Schulterbereich. Ne? Und das ist leider da nicht der Fall, ne? Weil der Herr kein Sitzpolster hat, mehr oder weniger. Das fehlt halt. Und auch gut war die Tochter auch nicht. Vorne sitzen und die vorne geht unten. Ich weiß nicht, ob es vorne besser ist, aber hinten ist es nicht gut. Das Tuning-Treffen im oberösterreichischen Mühlviertel findet bereits zum zweiten Mal statt. Im Vorjahr waren etwa 250 Fahrzeuge und Aussteller sowie etwa 600 Besucher dabei. Und auch heute ist das Treffen gut besucht. Es finden sich alle möglichen Raritäten und Kostbarkeiten, die von ihren Besitzern mit viel Liebe zum Detail umgebaut wurden. So wie dieser beheizte VW-Pool. Wir sind der Verein Fast Machland aus dem Bezirk Berg. Wir haben ca. 40 Mitglieder. Und das ist unser gemeinsames Clubauto. Das ist von September bis Dezember 2015 entstanden für das Winterautotreffen in Freistadt. Damals war die Idee, im Winter was machen wir? Wir haben gesagt, naja, ein fahrender Whirlpool wäre nicht schlecht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir eben das Fahrzeug anheizen und somit nach ca. 2,5 bis 3 Stunden heizen schaffen wir 38 Grad und das ist aber minus 10 Grad relativ angenehm zum Reinsitzen. Also haben wir schon alles ausgetestet, funktioniert tadellos. Für den Sommer ist dann nicht so viel Heizen notwendig und ja, ist dann für den Sommer auch super fahrende Badewanne. Es ist eine Golf 3 Variant Karosse, der ist komplett zerschnitten worden, wie man sieht, das Dach alles geköpft. Darunter ist der Unterboden ist rausgeschnitten worden, es ist dann Rohrrahmen reingekommen, mit Blechplatten alles ausgeschweißt. Wir haben auch natürlich ein paar kleine Rückschläge gehabt, beim ersten Mal hat man geglaubt, die Reserverad Multi drin aus Aschenlade. Da ist gleich mein Unterbodenschutz abrennt mitsamt der hinteren Stoßstange. Dann fahren wir gleich wieder zum nächsten Verwerter und holt sie wieder rein. Also es war ein bisschen zum Testen, aber das ist so, ja, bei einer gemeinsamen Sitzung ist das ein bisschen rausgekommen. So was könnte man sich vorstellen und dann tüftelt man halt da fleißigst in der Garage. Es sind eh viele Köpfe dabei gewesen, jeder hat ein bisschen andere Idee und ja, dann kommt man auf solche Ideen. Also das war wirklich ein Low-Budget-Projekt, das ist uns ca. auf 2.500 Euro gekommen. Die zahlreichen liebevoll hergerichteten Fahrzeuge haben heute die Möglichkeit, auch Pokale zu gewinnen. Von einer Jury werden zum Beispiel der Lack und der extravagante Umbau bewertet. Der Besitzer und Schöpfer dieses Schmuckstücks ist Spengler und Lackierer und beherrscht sein Handwerk offenbar perfekt. Grüß dich. Ja. Grüß dich. Bist du die Post? Post, ja. Schöner Kenny, Alter. Danke, danke. Erzähl uns was über das Auto. Ja, ursprünglich war mir rot. Jetzt ist es aber gelb, oder? Richtig. Habe ich mir gedacht. Ja, rostmäßig war er halbwegs klar, überall zwischen den Kennzeichen. Das einzige Originale ist nur bei ihm mit dir links. Alles andere ist neu oder gebraucht.
Das heißt, du hast das selber gemacht in Eigenregie? Alles selber, ja. Also beruflich? Spengel und Lackierer. Also auch da steckt sehr, sehr viel Liebe und Herzblut drinnen wieder. Ein Anwärter auf den Pokal Old Bad Gold, würde ich sagen, oder Manuel? Alles klar dann. Wir bewerten in die Kategorien. Achtung! Girly Car haben wir, Old Bad Gold, also Girly Car im Prinzip, erklärt sich von selber. Old Bad Gold, das zwischen 1er Golf und 3er Golf spielt sich das ganze Jahr, oder 1er Kette, einfach was so im Bereich zwischen 80 und 90, so in dem Baujahr ist. Ja. Dann haben wir noch Show and Shine, Low Static, das ist im Prinzip Static, ja, der auf einem Grindfahrwerk das tiefste Fahrzeug am Platz. Und Low Air, das ist halt das tiefste Fahrzeug mit Luftfahrwerk am Platz. Ja. Dann haben wir noch den größten Club und weiteste Anreise. Ja. Das sind die Kriterien, nach denen wir bewerten. Was ist dein Eindruck bis jetzt von den Autos? Ja, ich glaube, das Treffen kommt glaub ich, ganz gut an bei uns, also bei den Leuten. Es sind viele Leute da. Die Leute sind glaub ich, einigermaßen zufrieden. Das Wetter ist ganz gut. Es ist sehr, sehr familiär und es hilft jeder und jeden aus. Ja. Also wir leben das, also würde ich auf jeden Fall sagen, mit Leib und Seele. In Wien haben die Verkehrspolizisten ein Auto angehalten, bei dem das Mädchen am Rücksitz nicht angeschnallt war. Da es auch keine entsprechende Sitzerhöhung für ihre Größe im Auto gibt, probieren die Beamten aus, ob die Gurtposition am Vordersitz günstiger wäre. Denn liegt der Gurt nicht richtig an, können bei einem Unfall schwere Verletzungen an der Halswirbelsäule und am Kopf verursacht werden. Bleibende Schäden oder Tod sind die Folge. Wie soll es sein, Thomas, so wie es jetzt ist? Eher ja, nicht, gell, oder? Naja, eher nicht, ne, weil das sollte normalerweise so verlaufen, dass es niemals den Hals blockieren könnte oder da die Blutzufuhr. Und in dem Fall, das sitzt alles hinten und vorne nicht. Also deswegen ist das einfach extrem gefährlich, wenn man so mit dem Auto fährt, weil schon ein Zusammenstoß bei einer geringen Geschwindigkeit lebensgefährliche Verletzungen hervorruft. Das ist halt, gell? Also eher, das sollte eine Sitzerhöhung sein. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Was machen wir jetzt? Ich parke ihn irgendwo und dann fahre ich mit der Straße mit. Ja. Ist vielleicht besser, also, oder? Weil das. Wenn Sie mich nicht so lassen, dann. Ja, naja. Aber Sie sehen wenn, selber, wenn ich das oder? Einen Punkt kriege oder und strafe, bitte lassen Sie mich, dass ich dann bis zum Ass. Na, das müssen wir sowieso, ja, das müssen wir sowieso dokumentieren. Ich ja. Verspürt das sowieso jetzt. Das ist 1:32. Ja. Dann machen wir so. Wir stellen uns. Wir fahren mit Ihnen darüber. Ja. Weil da können Sie nicht stehen bleiben. Und ja, dann stellen wir das Auto da drüben aus, Sie steigen in die U-Bahn ein. Ja. Und schauen Sie, die brauchen ja. Die Art ist jetzt so oben. Okay, na, das ist schlecht. Ja, das ist schlecht, ja. Aber so können Sie auch nicht fahren, oder? Was machen wir da? Wir können nur schauen, dass Sie irgendwo einparken, das Auto, und dass Sie halt mit der U-Bahn weiterfahren. Mit der haben Sie eher Anbindung. Und schauen. Aber Sie werden ja irgendwann einmal ein Sitzpolster gehabt haben für Wie die Tochter, du? Oder? Hab ich schon gehabt. Sie ist schon 50 Kilo schwer. Achso, Kindersitz haben Sie gehabt. Ja, verstehe. Da passt. Du hast schon 50 Kilo? Nein, oder? Der Papa hat gesagt, du hast 50 Kilo, oder? Das stimmt gar nicht, gell? 48 Kilo. So. Okay, ja. Dann musst du auch lachen, ne? Na gut, Herr, fahren wir da rüber. Ja. Links packen wir es ein und dann gehen wir es jetzt Fuß. Müssen wir halt langsam fahren, ja. Aber so sehen Sie, das ist ja. Da im Gesichtsbereich ist nichts. Das werden Sie einsehen, oder? Ja. Ja. Beim Motorradkurs erlernen die Beamten heute, wie sie am effektivsten Täterfahrzeuge stoppen, die schon hohen Sachschaden verursacht haben. Dabei werden sie auch von einer Drohne begleitet. Mit Hilfe eines Bands von Dornen werden die Reifen aufgestochen, damit die Luft entweicht. Das Ganze machen wir einmal oben, einmal auf. Also jeder macht dann zwei Durchgänge und dann sind wir mit dem Ding einmal durch und dann wechseln wir zum Barracuda. Okay? Besetzen wir bitte mal die Autos jetzt zu zweit. Jeweils einer in ein Fahrzeug. Es könnte sich teilweise aber in die Funkung mit einsetzen, damit ihr seht, wie es ist aus der Sicht des Fahrers und des Täterfahrzeugs. Wir machen jetzt unser Barracuda-Stoppgurtsystem. Wofür wird das eingesetzt? Wenn wir jetzt sagen, okay, es ist akut und es ist wirklich ein Täterfahrzeug, was auf Flucht unterwegs ist, sagen wir, dann kann man wirklich sagen, man baut einen Bereich, wo man sagt, okay, gut, dort fange ich das Auto dann an, entweder zu dem Zug oder wir machen das dann akut, eben wenn das Fahrzeug dann kommt, dass ich wirklich schnell und rasch reagieren kann. Was nur möglich wäre, wenn ich im Zuge eines Planquadrats kann, ich es fix präventiv aufbauen, damit es im Vorfeld schon
vorbereitet bist, falls etwas sein sollte. Die Beamten trainieren mit einem Übungsgerät ohne Dornen. Es ist sehr wichtig, dass sowohl das Werfen als auch das Wegziehen des Gurtes geübt wird, denn beim ersten Wurf kann so einiges schiefgehen. Ja, das war mal nix, gell? Beim Einsatz eines sogenannten Reifenentlüftungssystems kommt es darauf an, dass das Band rechtzeitig wieder entfernt wird, bevor die verfolgende Polizeistreife sich ebenfalls die Reifen aufsticht. Ein Musterbeispiel sozusagen, ja, richtig, ja. Ja. Ist das in jedem Funkwagen drinnen, so ein Ding? Nein, ist nicht in jedem Funkwagen drinnen. In Wien haben es eigentlich groß als nur Spezialeinheiten. Also die Wega hat sowas drinnen, die Verkehrsabteilung hat es drin. Und ich weiß nicht, ob die Cobra auch damit arbeitet. Getestet, den Test auf der Ecke wieder Neustart gemacht. Ja. Wir haben im Prinzip natürlich zwei Achsen beim Fahrzeug, vier Reifen. Je nachdem, wie viele Dornen durch die Reifen aufgenommen werden, dementsprechend entweicht die Luft dann. Das heißt, wenn das Pkw, es geht sich aus, dass die erste Achse normal aufnimmt, bei der zweiten Achse schaffen wir es nicht mehr ganz. Also drei Reifen sind ohne weiteres möglich, dass die aufnehmen und dann wirklich entlüften. Bei dem Gerät dauert es etwas, weil die Dornen sehr gering sind. Beim Barracuda, beim neuen System, haben wir einen Zentimeter von den Dornen her und da sind 15 bis 20 Sekunden ist der platt und sobald er einen Kurveneinschlag hat, ist er gar und der Reifen schält sich sogar von der Felge. Also es ist sehr effektiv. Und gleich, die Suche nach der Quelle des verdächtigen Geruchs geht weiter. Und Revierinspektor Andreas fragt noch mal genau nach. Dann müssen Sie mir die Plätze nächstes Mal zeigen auf der Straße. Dass ich auch mal durchfahre, vielleicht finde ich dort auch was. Und in Oberösterreich tummeln sich die PS- und Tuning-Fans und ihre Ideen werden immer ausgefallener. Wieder zu kommen? Ja, immer schon. Von Kindheit auf mit dem Papa immer Golf, Golf, Golf. Was anderes hat es nie gegeben. Ja. Es ist mir hängen geblieben irgendwie. Parship verliert jeden Tag Kunden. Und das freut uns, weil wir sie paarweise verlieren. Parship. Ja, bitte. Wir sind gerade beim Lernen. Wir sind gerade spazieren. Leider keine Hand frei. Ah, könntest du mir vorlesen? Ich will nur kosten. Jede Tasse eine Geschichte. Unbezahlbar. Deine Gratistasse. Jetzt zu jeder Kaffee- und Kuchenkombi. Erneuern Sie Ihre Haut in 7 Tagen. Die neue Revitalift Laser 7-Tage-Kur von L'Oréal Paris. Tipp, knack. Und geben Sie die Peeling-Formel der Ampulle frei. Mit 10% Glykolsäure, eine effektive Fruchtsäure für mehr Ausstrahlung. Die Haut ist ebenmäßiger, Pigmentflecken werden aufgehellt. Das Strahlen ist zurück. Die Revitalift Laser-Ampullen mit Peeling-Effekt von L'Oréal. Für noch bessere Ergebnisse brauchen Sie das. Jeden Morgen Revitalift Laser LSF 20. Wir sind es uns wert. Ist da der Delikatessen-Lieferservice? Bitte für 2 Personen Tomaten mit Mozzarella, Wildlachs im Blätter. Teig und Schokokuchen mit Vanilleeis, aber pronto! 11,45 bitte. Wer gescheit ist, kauft clever und geht zu Billa, Merkur, Biber, Adek und Sudalütti. Man kann erst saugen und dann wischen oder gleich saugwischen. Der Akkusaugwischer Regulus Aqua Powerwerk von Lifehite. Für spielend leichtes Saugen und Wischen in einem. Lifehite, so geht Haushalt heute. Geld muss einfacher werden. Und Geld anlegen auch. Das kann auch nicht so schwierig sein. Ist es auch nicht. Mit dem Investmanager in George finden Sie den Anlagemix, der am besten zu Ihrem Risikoprofil passt. Und Sie entscheiden, ob Ihr Investment nachhaltig sein soll. George, das modernste Banking Österreichs. Erste Bank und Sparkasse. Echt praktisch. Und echt? Schoketten. Die leckeren Schokoladenstückchen. Schoketten? Schoket it. Tobias? Ich? Beste Noten mit der Schülerhilfe. Die Nummer 1 in Österreich. Jetzt 4 Nachhilfestunden gratis. Testen Sie die Schülerhilfe. Auch in Ihrer Nähe. Oh, happy day. Oh, happy day. Make your day a happy day.
Meine Zahnärztin sagte, ich sollte von einer manuellen zu einer elektrischen Zahnbürste wechseln. Ich sagte, trotz meiner empfindlichen Zähne? Sie sagte, gerade deshalb. Aber nehmen Sie eine mit runden Bürstenkopf. Plaque führt zu Zahnfleischrückgang und empfindlichen Zähnen. Oral-B entfernt mehr Plaque für sauberere Zähne und gesünderes Zahnfleisch. Oral-B. Zähne putzen wie ein Zahnarzt. Ich würde gerne etwas von meinem Geld anlegen. Aber ich muss mir halt wirklich sicher sein können. Darf ich? Da haben wir unsere Anlagemöglichkeit mit Kapitalschutz. Für mehr Sicherheit beim Anlegen gibt es jetzt den Kapitalschutz, der Ihr Geld zum Stichtag 31.12.2020 absichert. Für Fondssparer in der Ertragsbox Start bis 100 Euro monatlich. Näheres bei Ihrem Berater. Die BAWAG PSK. Für alle, die nicht nur Vorsätze, sondern Ziele haben. Mehr Proteinpower von NEM Pro. Im Rennen nimmt man meine Zeit. Ansonsten nehme ich mir Zeit. Neues Design, neue Technologie. Entdecken Sie die neuen Alfa Romeo Modelle Stelvio und Giulia. Jetzt mit autonomen Fahren Level 2. Also, Papa, das ist der. Hallo, ich bin wieder da. Man erkennt sie sofort, die Menschen mit einer Plameco-Decke. Die schönsten Decken montiert an nur einem Tag. Plameco, morgen schöner wohnen. Hautreizungen nach der Rasur? Dagegen hilft der mehrfach ausgezeichnete Skin Guard Sensitive. Sein einzigartiges Schutzelement zwischen den Klingen verbinden wir jetzt mit dem Gillette Flexball. Für besonders schwierige Stellen und eine besonders sanfte Rasur. Für das Beste im Mann. Gillette. Das Beste kommt zum Schluss. Sichere dir beim Home24 Winterschlussverkauf nochmals 20% Rabatt auf bereits reduzierte Möbel, Lampen und Accessoires. Home24. Ehrlich gesagt bringt es nichts, Ihnen etwas zu verkaufen, das Sie uns sowieso nicht glauben. Besser. Wir legen Wert auf Bewährtes, um Ihnen auch heute den besten Service zu bieten. Wer hoch hinaus will, braucht ein Team, auf das man sich verlassen kann. Volksbank. Vertrauen verbindet. Ich werde euch immer lieben. Wir dich auch, Schatz. Vic Medi-Night Erkältungssirup. Mit 4-in-1 Effekt gegen Erkältungssymptome. Damit sie schlafen können wie ein Baby. Vic Medi-Night. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker. Reden wir über Naheliegendes. Karl Kokseder, einer jener heimischen Rinderbauern, die mit Spar in enger Partnerschaft zusammenarbeiten. Da haben sie das beste Futter und sind immer draußen, wenn ich hier mit ihnen in Kai bin. Die Kaiberl werden mit der Muttermilch groß. Naheliegend, dass das Fleisch dann eine super Qualität hat. Exklusiv bei Spar. Tann 100% österreichisches Rindfleisch. Ausgezeichnet mit dem Armer Gütesiegel. Fleischqualität aus der Region, für die Region. Das machen sie bei Spar für ganz Österreich. Zeit zu spielen. Jetzt Lotto 5-fach Jackpot knacken auf WinToday. Und nun das Ergebnis der Zahlenlottoziehung von heute Samstag, den 22. Februar 2020. Die Zahlen in gezogener Reihenfolge lauten 77, 55, 81, 51 und 25. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir gratulieren den Gewinnerinnen und Gewinnern sehr herzlich. Die nächste Zahlenlottoziehung findet am kommenden Dienstag, den 25. Februar 2020 statt. Das ist aber KC, bitte. Neu. Die Mama hat zu mir gesagt, du bist 14. Glaubst du, ich schlag Krakauer? Trinkt das Partyvolk zu viel? Es ist so geil, so geil. Kommt die Security ins Spiel? Du hast Bärstuch in dein Gesicht, du Wichser. Wann bist du geboren? Am 16.03.2020. Ja, falsch. Vom Reinschütten und Rauswerfen. Die Securities. Donnerstag, 21.30 Uhr. Brandneu auf ATV. Wochenlang steh schon da. Sie kam. Sie sah. Ich kann jetzt in Stereo-Fernsehen schauen. Sie blieb. Die Dauercamper. Ist herrlich. Nur 20 Kilometer von Wien weg, aber eine andere Weg. Mehr braucht der Mensch nicht. Ja. Und ab und zu ein kleines Bierli. Neu auf ATV. Die Dauercamper. Und danach die Vereinskaiser. Mittwoch, 20.15 Uhr. ATV.
Sonntag. Tag der Ruhe? Nicht für Günter Nussbaum und Dr. Christian Horvath. Wir kämpfen für Sie. Mit geballter Power. Ist nichts richtig hier. Das ist eine schön geschminkte Leiche. Denn Gerechtigkeit macht keine Pause. Junges Pärchen, 35 Jahre verschuldet. Unser Auftrag am Sonntag. Im Kampf für Ihr Recht. Bleiben Sie dran. Pfusch am Bau und mein Recht. Sonntag ab 20.15 Uhr ATV. Die Verkehrspolizisten haben bei einer Routinekontrolle einen VW angehalten. Verdächtiger Cannabisgeruch hat Revierinspektor Andreas dazu veranlasst, das Fahrzeug noch mal ganz genau zu checken. Er kennt die üblichen Verstecke und geht das Auto von hinten nach vorne durch. Ich hab's. Gehört das? So. Was hast du für? Noch ein Geruch noch? Cannabis. Was wirklich drin ist? Wird sich noch reißen, aber da schaut was aus, ein paar Blätter ist er. Haben Sie es gekauft? Was machen Sie mit dem? Dürfte Cannabis sein, ja. Ich wollte es mit nach Urlaub nehmen, ja. Und wollte es halt nicht zahlen. Okay. So, was hat es mit dem Bargeld auf sich? Ja, das ist wirklich. Wir können nachweisen, vom Konto aus das Weihnachtsgeld. Ich habe es ihm geschenkt, er hat es schon ausgezahlt. Nein, ich zeige Konto aus, damit Sie das mir glauben. Bargeld hat damit gar nichts zu tun. Ja. Sie stellen Sie da her, Sie bleiben da stehen, bitte, ja. Danke. Nein, Sie stellen Sie ein bisschen um. Findet man auch was? Ich wusste davon nichts wirklich sagen. Sie sind der Lenker. Sie müssen wissen, was Sie in Zulassungsbesitz haben. Das ist ja ein Freund. Sie fahren mit denen ja nicht schnell einmal Mittagessen, Abendessen oder holen Sie irgendwo was von McDonald's. Sie fahren ja mit denen in die Türkei, da fahren Sie ein paar Stunden. Und ich nehme ja nicht irgendeine Person mit, wo ich ein paar Stunden im Auto unterwegs bin. Ja, aber ich wusste davon. Vielleicht wollte ich es mir danach sagen, aber jetzt. Das riecht man ja, wenn man da. Das riecht man ja. Das ist ja Wahnsinn. Da macht man das Fenster auf und das kommt raus. Naja. Gut, jetzt machen wir so, wie wir es vorher gesagt haben. Das eine ist. Ja, das macht. Ja, und das zweite ist, dass der Tasso-Hund kommt, sprich ein Kollege von der Diensthundeabteilung mit einem Suchgiftspürhund. Ja. Der riecht einmal da durch. Schauen wir, ob noch was gefunden wird oder nicht. Bitte. Ich kann es gleich sagen, das wird nicht nötig sein. Ja, das sagen Sie. Sie haben aber vorher gesagt, das ist nichts mit dem Auto. Ja, okay. Jetzt brauchen wir halt. Jetzt machen wir den polizeilichen Nebenbeweis. Findet der Tasse noch etwas? Nein, er findet gar nichts. Jetzt machen wir einen polizeilichen Beweis. Das heißt, wenn der Hund sagt, das ist nichts mehr drinnen, oder der Hundeführer, dann okay. Habt ihr es für einen Eigengebrauch gehabt oder wollt ihr es mitnehmen in die Türkei? Ist gefährlich. Ich kann dir das zeigen, wie ich es mir eingeteilt habe. Für diesen Platz, da noch ein bisschen und da. Wirklich? Wenn Sie mit denen in der Türkei erwischt werden, wie schaut es dort aus? Wirklich? Ja. Da seid ihr mutig, dass es. Aber ja, wir sind Touristen da. Wie schaut es in der Türkei aus, wenn man wirklich erwischt wird? Wie ist nein, es, es ist richtig. Wirklich? Nein. Lang Gefängnis? Gefängnis nicht, aber. Mit sehr vielen Komplikationen. Bis sie wissen, wer ich wirklich bin. Da sitze ich in U-Haft drinnen und es wird mal kontrolliert. Also genau detailliert kenne ich mich nicht aus. Aber es ist heftig. Der Hund, der Suchtgifthund, wird schauen, ob er vielleicht noch ein paar Baggies und dergleichen findet. Und dann fahren wir jetzt mit beide auf die Dienststelle mal. Wir werden mit ihr mal eine Einvernahme machen. Eines vor, wir das Gift sicherstellen. Ja. Und ihn beiden keine Ruhe lassen, weil es noch immer so stark gerochen hat. Darum haben sie noch mal nachgeschaut. Genau. Nein, mir hat das absolut keine Ruhe lassen, weil sie sich ausgerechnet haben am Duftbaum, aber den Duftbaum kenne ich und der riecht nicht nach Cannabis. Und deshalb habe ich nachgeschaut und habe mir unter anderem die Schrauben und so weiter angeschaut, weil es eine weitere Strecke und vielleicht haben sie es irgendwo verbaut. Und dann habe ich unter dem Sitz eben dieses Bauchtascherl gefunden. Unter dem Sitz Bauchtascherl und das ist halt der Klassiker, dass unter dem Sitz irgendwo was verstecken oder irgendwo hinpicken und dergleichen. Und den Drogenspürhund holen sie jetzt einfach nur zur Absicherung, ob nicht noch. Genau, ob nicht noch irgendwo was versteckt ist, wo man doch nicht zurückkommen oder was wir vielleicht öffnen müssen, weil wenn der Hund anschlägt, gehört dann eh genauer durchsucht und gehört dann noch was geöffnet oder gehört was runtergeschraubt und dergleichen. Während sie warten, müssen die Beamten natürlich auch auf ihre Eigensicherung achten. Wichtig ist dabei, dass sie die Hände der Männer immer im Blick haben. Bitte die Hände raus und auf die Seite stellen. Danke. Ist mir kalt, ja, ich habe meine Hände da heraus. Ich will wieder gesund heimgehen. Ich weiß nicht, was sie eingesteckt haben. Das können wir gut. Ja. Bitte einfach. Mit den Händen heraus stehen bleiben. Nächster Punkt dann direkt vom Westbahnhof. Wie oft konsumieren Sie? Gelegentlich. Was kann ich mir unter gelegentlich vorstellen? Ja, einmal im Monat, zweimal im Monat.
Ein, zwei Mal im Monat. Wenn jede Woche drankommt, dann ist halt jedes Wochenende. Also jedes Wochenende? Wenn's passiert, wenn die Situation passt, ja, dann jedes Wochenende. Wenn's nicht auf welche passt, Situation kommt es da drauf an? Ob sie gut drauf sind? Nach Arbeit, nach harter Arbeit, okay. Freier chillen, enjoying Puffen. Zum Chillen nehmen wir es, okay. Nehmen Sie nur Cannabis und rauchen Sie Gras oder andere Sachen auch noch? Ja. Pflicht. Whisky trinke ich gerne. Whisky trinken Sie noch? Whisky und Bier. Okay. Wo haben Sie das gekauft? Haben Sie nicht gekauft? Nein. Von wo haben Sie das dann her? Gefunden. Gefunden. Ja. Irgendwo findet man ein Bäge mit Gras und. Wo haben Sie es gekauft? Pflanzen Sie selbst daheim? Nein. Ist zu Hause in der Wohnung etwas? Nein. Wo wohnen Sie? Wenn die Kollegen dorthin fahren, finden Sie Pflanzen? Finden Sie gar nichts. Gar nichts? Ja. Dann finden Sie nur eine ganze Familie, die gerade Geburtstag feiert. Okay. Seit wie vielen Jahren konsumieren Sie? Nee, ja, ein, zwei Jahre vielleicht. Ein, zwei Jahre? Ja. Seit ein, zwei Jahren finden Sie das Gras auf der Straße irgendwo und nehmen es halt einfach mit? Wenn ich weiß, dass das Gras ist, ja. Ja. Auf was für Straße muss man da gehen? Auf die Autobahn oder Freilandstraße? Im 22. auf die Straße. Das ist unser Urlaub. Okay. Dann müssen Sie mir die Plätze nächstes Mal zeigen auf der Straße. Dass ich auch mal durchfahre. Vielleicht finde ich dort auch was. Dann kann ich es gleich von der Straße sicherstellen. Beim Tuning-Treffen im oberösterreichischen Mühlviertel ist die junge Tunerin Sarah gleich mit zwei VW-Golf angekommen. Ihr liegt die Liebe zu den Autos im Blut, denn in der heimischen Garage stehen noch 9 weitere Stück davon, die sie gemeinsam mit ihrem Vater besitzt. Bei dem letzten wollte sie etwas wirklich Einzigartiges machen. Das ist mein 2er Golf Ratte, so heißt es unter unseren Tuning-Szene. Der hat 54 PS Diesel. Und ist ein 1988er Baujahr und komplett umgebaut, wie man sieht. Der komplette Lack ist einmal runtergeschliffen worden und rostig gemacht worden mit Essig und Salz. Das hat einmal 3 Tage alleine gedauert. Und dann Motorraum und alles, da sind überall so kleine Details eben, was halt rattig ist, dazu gemacht worden. Genauso wie die Achse zum Beispiel. Und auch der komplette Innenraum ist umgebaut auf Ratte. Warum? Naja, ich habe einen schönen 2er Golf in Rot und habe mir gedacht, indem dass ich 11 Autos daheim stehe, habe, jetzt machen wir mal was anderes. Und dann ist mir das mit der Ratte gekommen. Okay, 11 Autos, das ist schon ganz schön, oder wie? Ja, es sind viel. Wie kommst du dazu? Wie ich dazu komme? Ja, immer schon. Von Kindheit auf mit dem Papa immer Golf, Golf, Golf. Was anderes hat es nie gegeben. Ja, das ist mir hängen geblieben irgendwie. In ihre Ratte hat sie viel Zeit und Geld investiert und immer wieder Kleinigkeiten dazu gekauft, um alle Details und den Innenraum perfekt abzustimmen. Beruflich macht der junge Tuning-Fan etwas ganz anderes. Tagsüber arbeitet sie mit Kindern. Privat dreht sich alles um ihre Autos. Warum ich das mache? Es ist einfach, es ist mir erstens von der Kindheit hängen geblieben, vom Papa. Und das nächste ist, weil es mir auf die Treffen einfach so taugt. Du lernst immer neue Leute kennen. Und es ist wurscht, wenn bei dem Auto wer vorbeigeht, entweder die Leute sind schockiert und lachen deswegen, oder sie lachen, weil es ihnen gefällt. Und alleine das, dass ich die Leute zum Lachen bringe mit sowas, das ist für mich das Wichtigste. Wie ist es als Mädel so in der Tuning-Szene? Ja, nicht einfach. Meistens wirst du angeschaut, wie wenn du dumm warst. Und wenn du dann aber mit solchen Fachdetails daherkommst, weil ich eigentlich auch relativ viel weiß über die Autos, dann sind sie ruhig und reden meistens nichts mehr mit mir. Es ist ja nicht nur Zeit, sondern auch Geld, oder? Was da reingesteckt wird. Genau, es ist wirklich nicht nur Zeit, weil bei der Ratte kann man es nicht genau sagen, weil man immer wieder was dazu kauft. Aber wenn man so einen schönen, normalen roten 2er Golf aufbaut, wie der da drüben, was ich habe, da spielt es sich schon 8.000, 10.000. Aber wo halt auch viel selber gemacht ist eben. Sonst geht es eh viel weiter in Technik. Beim Mod-Kurs kommt es auf das richtige Timing an. Außerdem ist es wichtig, mit der richtigen Technik zu werfen, um flüchtende Täterfahrzeuge stoppen zu können. Mit Dornen werden dabei die Reifen aufgestochen, damit die Luft entweicht. Heute lernen die Polizisten auch das neue System kennen. Der ist jetzt von der Firma Barracuda. Und das sind eben eine Nylonhülle mit 3 Meter, 3 einzelne Elemente. Jedes Element ist 1 Meter dick, hat 11 Kassetten. Und in jeder Kassette ist ein Dorn und der ist 1 Zentimeter stark. Also das Reifenentlüftungssystem aber sehr effizient, weil es wirklich deutlich schneller geht. Wird nicht geschmissen, sondern gezogen. Oh,
Geht noch, oder? Nein, perfekt gemacht. Jetzt soll ich bitte die Schnur zahlen. Geht schon. Fahrt drüber. Da war der DTS wahrscheinlich der Vorkommer, aber es ist im Grunde so als eine Übungssache. Und ja. Nicht vielleicht schneller, weil es dadurch neigt er wieder dazu, dass er sich verschlängelt. Kontrolliert langsam, dann bleib auf Zug. Weil wenn du eine Schnur gibst und Leerlauf hast, da ziehst du es nicht mehr. Schaut einfacher aus, als was ist in Wirklichkeit, ja, sicher, gell? Ja. Also ist immer gut, wenn man es einmal vorher probiert, glaube ich. Es ist in Wien halt wirklich fast nicht einsetzbar, weil du wirklich alle 100 Meter oder nicht einmal 100 Meter Abzweigung hast, was du abbiegen kannst. Also ist ein eher ländlicher Bereich, Niederösterreich dergleichen in die Bundesländer. Da hast du wirklich lange Strecken, da hast du Strecken, wo du links und rechts nicht auskannst oder tiefe Gräben. Du bist natürlich prädestiniert dazu und super. Das heißt, es muss schon eine besondere Gefährdungslage sein, die durch den Täter, ja, durch das Täterfahrzeug. Das muss natürlich immer verhältnismäßig sein. Es darf auch keine übermäßige Gefährdung für den jeweiligen dann dadurch entstehen. Und bei einspurigen Fahrzeugen sowieso ein komplettes No-Go. Ich muss sagen, im Bereich alles bis 12,5 Tonnen ist auch kein Problem, PKW auch, aber einspurige Fahrzeuge auf keinen Fall, weil natürlich der sofort zum Sturz kommt. Zurück zum blauen VW Golf. Da die Beamten das Cannabis gefunden haben, das der Beifahrer unter dem Sitz versteckt hat, wurde die Unterstützung durch einen Drogenspürhund bei der Leitzentrale angefordert. Die Diensthundeführerin und ihr Spürhund sollen nun feststellen, ob sich weitere Drogen im Fahrzeug befinden. Er hat jetzt eine Anzeige gesetzt und jetzt muss ich mal mit den Kollegen fragen, ob sie dort voll das Gift gefunden haben. Eine Anzeige hat er gesetzt, da wird einmal dafür bestätigt und dann suchen wir wieder weiter. Was kann der Hund alles riechen? Die gängigsten Geruchsstoffe wie Cannabiskraut, Heroin, Kokain, Amphetamine, das ist wie Speed, LSD, Ecstasy-Tabletten. Und wenn er was riecht, dann verhält er sich dann ganz ruhig, oder? Ist das dann erstarrt er. Das ist verharren in der Position. Da der Kofferraum voller Gepäck ist und der Hund nicht alles auf einmal erschnüffeln kann, werden die Taschen am Zaun aufgereiht. So kann der Drogenspürhund in Ruhe alles einzeln überprüfen. Tatsächlich zeigt er nochmal an, dass er etwas gefunden hat und wird dafür direkt belohnt. Die Anzeige ist jetzt erfolgt, weil mir die Kollegen auch schon vorher mitgeteilt haben, dass diese Bauchtasche mit dem Cannabis drinnen vorher in dieser Tasche war. Da sieht man wieder, das sind einfach der Restgeruch ist vorhanden und deswegen verweist es der Hund auch und macht seine Arbeit richtig. Komm her! Und wieder setzt der Hund ein Anzeigeverhalten, ein passives, in dem er stehen bleibt. Und das verweist diese Tasche. Dort ist das Gras eben drinnen. Upa! Dafür gibt es wieder ein Spielzeug. Wo haben Sie das gehabt, das Bauchtaschel? Auf dem Handtuch drauf. Okay. Also ich glaube, wenn ich mal ein Handtuch wegkriege und es ja durch einzieht und nochmal probiert, ich glaube nicht, dass er das findet. Kann schon sein. Und ich kann auch ausräumen. Ja, passt schon. Die haben nichts mehr gefunden, also alles negativ. Keine Suchtmittel mehr gefunden. Der Herr, der Lenker, darf weiterfahren. Der kann jetzt die Fahrzeuge kann alles wieder einpacken. Mit Beifahrer fahren wir, wie gesagt, vorher schon aufs nächste Wachzimmer, machen dort die Einvernahme und verschriftlichen das Ganze. Und wenn das dann erledigt ist, dürfen Sie ihn weg fortsetzen in die Türkei. Polizeiinspektion Fiakerplatz, können Sie uns dann folgen? Sie fahren bei uns mit, bitte. Sie können vom Fiakerplatz dann derweil im Auto warten. Wenn er fertig ist, kommt er raus. Haben Sie meinen Ausweis? Ich habe alles, ja, das bekommen Sie dann am Fiakerplatz. Auch Ihr Führerschein, Ihr Reisepass ist bei uns, gell? Also, das bekommen Sie alles auf der Polizeiinspektion Fiakerplatz. Dann verweisen Sie auf Sie uns. Sie fahren ja uns nach. Komm, kommen Sie bitte. Alles, was Sie haben. Warten Sie. Alles, was Sie in den Segeln haben, bitte hier auflegen. Alles, wirklich alles. Ich möchte keine Spritze greifen,
Na, wirklich. Ich möchte in kein Messer greifen. In keine Schrauben ziehen, keine Gabel, in nichts. Ich mag mich nicht stechen. Alles heraus, definitiv. Bitte die Hände an die Dachrille legen. Ja, sollte alles. Sollte. Ja? Der Mann wird zur Eigensicherung der Polizisten durchsucht, um mögliche Gefahren auszuschließen, wenn er im Dienstwagen mitfährt. Während der Fahrt haben die Beamten Zeit, sich in Ruhe mit dem Mann zu unterhalten. Er zeigt sich kooperativ und gibt einige Auskünfte. Er hat zugegeben, dass er eine Stunde bevor sie weggefahren sind, bevor er sich mit seinem Freund getroffen hat, dass er da was konsumiert hat. Wahrscheinlich, dass er sich die Fahrt erleichtert oder dass er besser schlafen kann während dem Autofahren, dass er sich entspannt. Und das hat er tut und dann den Rest hat er dann tut und konsumiert, entweder mit Freunden oder allein nicht. Um wie viel Gramm handelt es sich? Es geht noch mehr auf. Ja, ich habe es gut eingepackt. Naja, gut eingepackt. Also das sind selber alle Namen in den Baggies, okay? Ja, ich hab's mir eingeteilt, wo ich. Ach so. Wie ist so schön, Einteilung ist das halbe Leben. Also, wie viel sind das? Ich hab 1,3 Gramm gebraucht, weiß nicht, dass ich noch 1,3 ist. Dann haben wir schon was verraucht? Ja. Ein Joint, zwei Joint? Wann haben sie es gekauft? Jetzt vor? Ja, vor ein paar Tagen. Ist es unterschiedliches groß, weil es unterschiedlich eingepackt ist, oder? Ich habe nicht gezählt. Ja, ich habe nicht geschaut, was, wo, wie viel das. Ich habe einfach eingepackt. Ist es unterschiedliches Gras oder ist es das gleiche? Ach so, ist nur Gras, willkürlich ist eingepackt. Ich habe es vom selben Person gekauft. Das Cannabis wird sichergestellt und ans LKA gesandt, wo dann die weitere Bearbeitung des Aktes vorgenommen wird. Der Mann bekommt eine Strafrechtsanzeige nach dem Suchtmittelgesetz. Die Höchststrafe für dieses Vergehen wäre 6 Monate Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe mit 360 Tagessätzen, die nach seinem Vermögen berechnet werden. 1,3 Decker Suchtgift waren das, haben sie gesehen, einzeln verpackt in 6 unterschiedliche Baggies und ja, er hat es dann nochmal mit Zellophanpapier eingewickelt, weil er sich gedacht hat, damit hält er den Duft weg, dass wir das im Auto, wenn es zu einer Verkehrskontrolle, so wie wir das machen, dass man es nicht riecht, aber es war halt nicht gut genug verpackt, man hat es trotzdem gerochen. Also er hat jedes einzelne Bäge verpackt und in alle Bäge hat er nochmal in einen Zellophanpapier verpackt und in eine Plastiktüte gegeben und nochmal mit Dix umwickelt. Aber das ist so ein penetranter, intensiver Geruch, dass man das selbst durch das Öfteren, wenn man das einwickelt, riecht. Und die Drogen hat er vom Praterstern, der hat er dort gekauft, das Gramm um 10 Euro. Er geht schon seit Jahren dorthin und kauft es dort von Personen, die sich dort öfters aufenthalten. Also das ist nur, was er gesagt hat, mit Augenkontakt und so. Und dann kommt schon einer, fragt noch, wie viel Gramm er haben will. Und dann legt er das Geld auf einen ausgemachten Platz, zum Beispiel auf einen Stein oder bei einem Baumstumpf hin. Da legt das Geld hin, der andere bringt ihm die Drogen, dann nimmt das und dann gehen alle wieder zwei wieder die getrennten Wege. Und von dort hat er es gekauft zum Praterstern. Beim zweiten Tuning-Treffen in Oberösterreich präsentieren Autoliebhaber ihre Schätze. Der Umbau dieses Audis hat zwischen 15.000 und 20.000 Euro gekostet. Zwar ist die Karosserie im Serienzustand geblieben, aber was so unter der Haube steckt, hat es in sich. Das ist in Wirklichkeit ein 2 Liter TFSI-Motor von Audi. Serienmäßig 220 PS. Und jetzt hat er so 490 PS. Ja, wo fangen wir an? Da ist einmal komplett angebaut. Also, da ist so gut wie nichts mehr Serie. Also, Motor in der Reihe verstärkt und ein größerer Turbolader, größere Ansaugdrücke. So ziemlich alles verändert am Motor. Und warum machen Sie das? Also, warum Tuning? Was gefällt Ihnen da? Naja, es gibt da mehrere Sachen. Erstens einmal, dass man nicht ein Auto hat, das was jeder andere auch haben kann, dass das individuell ist. Und es ist auch viel Spaß beim Schrauben, weil es einfach Spaß macht, wenn man sein Auto ein wenig modifiziert und entwickelt selber ein wenig dran, wie viel Leistung verträgt der und der Bauteil. Und das ist alles ein wenig so ein Reiz, was man da hat. In der Tuning-Welt gibt es unzählige Möglichkeiten, das Fahrzeug einzigartig zu gestalten. Von der neuen Auspuffanlage für den richtigen Sound über ein tiefer gelegtes Fahrwerk bis hin zu einer extravaganten Karosserie. Christoph möchte nächstes Jahr noch auf ein Luftfahrwerk umrüsten. Das ist mein Scirocco R. Ich habe ihn seit 4 Jahren. Habe ihn komplett original gekauft. Und ja, mit der Zeit habe ich dann angefangen, ihn zum Aufmotzen. Zuerst mit den Felgen. 20 Zoll PPS mit einem HR 35er Fahrwerk
dann habe ich alles andere dazu gebaut. Den Motorraum habe ich gecleant. Da war früher das VW-Emblem. Das habe ich verzinnt und gecleant, ja. Die Motorabdeckung habe ich vom Audi TTS. Den Öldeckel habe ich vom Audi erocht. Den Deckel habe ich auch vom Audi erocht. Das ist ein spezielles Carbongehäuse aus Polyester mit Carbon laminiert. Dann habe ich da noch eine Ansaugung. Klingt jetzt nach sehr viel Arbeit. Rechnet man damit, also jetzt auch wie viele Stunden man da sitzt oder wie viele Stunden man arbeitet? Ewig, ewig. Das habe ich nicht mehr dazu gerechnet. Und vom Geld her, wie ist es da? Spannend, spannend. Also alles auf einmal geht natürlich nicht. Mit den Jahren und mit den Monaten, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, dann geht da schon was. Das heißt, wie viel haben Sie insgesamt eingesteckt ins Auto? Ungefähr 12.000 Euro, ungefähr, ja. 12.000 Euro, ja. Rum tue ich 265 PS original. Kann man das typisieren lassen, das alles? Oder ist kann man machen, ja. Muss man machen, weil mit der Polizei möchte ich weniger zu tun haben. Man, schön gut, dass sie mich aufhalten dann. Das ist ein Job. Verstehe ja. Aber ja, gehört gemacht in Österreich. Das ist eine Sucht, ja. Das ist definitiv eine Sucht, ja. Man kann quasi nicht mehr aufhören. Vor allem, ich mache ja mit bei diesen Show- und Scheinbewertungen. Und das ist natürlich auch Konkurrenzverhalten da, ja. Man will natürlich immer besser sein wie der andere. Und irgendwann haben wir mal einen Status erreicht. Und gleich, ein BMW ist bei Rot über die Kreuzung gefahren. Die Beamten halten ihn an, um den Fahrer zur Rede zu stellen. Als die Polizisten das Fahrzeug überprüfen, finden sie noch mehr. Schauen Sie mal hier kurz. Sie haben ganz schön viel Öl aus der Liter, gell? Sehen Sie das? Öl. Was ist besser als ein Leibniz Butterkeks? Zwei Butterkekse mit leckerer Schokocreme. Gleich probieren. Leibniz Keks & Cream. Jetzt auch mit Milch. Ich würde gerne etwas von meinem Geld anlegen, aber ich muss mir halt wirklich sicher sein können. Darf ich? Da haben wir unsere Anlagemöglichkeit mit Kapitalschutz. Für mehr Sicherheit beim Anlegen gibt es jetzt den Kapitalschutz, der Ihr Geld zum Stichtag 31.12.2020 absichert. Für Fondssparer in der Ertragsbox Start bis 100 Euro monatlich. Näheres bei Ihrem Berater. Die BAWAG PSK. Reden wir über Naheliegendes. Karl Kokseder, einer jener heimischen Rinderbauern, die mit Spar in enger Partnerschaft zusammenarbeiten. Da haben sie das beste Futter und sind immer draußen, wenn ich hier mit ihnen Kai bin. Die Kälber werden mit der Muttermilch groß. Naheliegend, dass das Fleisch dann eine super Qualität hat. Exklusiv bei Spar. Tann 100% österreichisches Rindfleisch. Ausgezeichnet mit dem AMA Gütesiegel. Fleischqualität aus der Region, für die Region. Das machen sie bei Spar für ganz Österreich. Strom- und Gasabrechnung ohne Drama. Nur mit Energy Hero AT. Es gibt gleich was Gutes. So, Schnuppi. Da. So. Oh, und fürs Fraule ist nichts zu Hause. Ist da der Delikatessen-Lieferservice? Bitte für zwei Personen Tomaten mit Mozzarella, Wildlachs im Blätterteig und Schokokuchen mit Vanilleeis, aber pronto! Das war aber schnell. 11,45 bitte. 11,50. Stimmt so. Du weißt doch, ich spar gern. Hm? Danke fürs Einkaufen. Dafür koch ich. So viel Gutes, so günstig. Wer gescheit ist, kauft clever und geht zu Billa, Merkur, Biber, Adek und Sudalütti. Es gibt Wünsche, die gingen dann einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und genau dafür gibt's die schnellen und einfachen Konsumkredite von Raiffeisen. Raiffeisen, meine Bank. Es gibt Geschenke. Mega! Stone Cold Classic! Skoda feiert. Ihr Geschenk? Sparen Sie bis zu 2.600 Euro mit dem Scala Jubiläumspaket. Mega! Skoda. Simply clever. Zeit zu spielen. Jetzt Lotto 5-fach Jackpot knacken auf Win Today. Nehmen uns Roboter die Jobs weg?
Wie verändert sich Arbeit und was kannst du in Zukunft machen? Alles zum Thema, spannende Live-Diskussionen und wichtige Tipps von Experten beim 4Jobs Day am 4Game Changers Festival 2020. In Kooperation mit der Standard. Sei dabei. Mehr Infos jetzt auf 4GameChangers.io. Der ATV-Movie-Montag. Bürger von Pompeji, die Spiele sind eröffnet. Einst war er Sklave Roms. Es gibt für uns Sklaven nur ein Gesetz. Wenn du in der Arena stirbst, stirbst du unbesiegt. Doch am Ende... Der Blick von diesem Mann stellt die Welt auf den Kopf. Du tust das, was ich dir befehle, ob du stehst oder kriechst. Wird er für sie alle... Schilder hoch! ...die letzte Chance auf Rettung sein. Pompeji. Montag, 20.15 Uhr. ATV. Es ist einiges los, ja. Vom Diebstahl, Sachbeschädigungen, Drogen, alles. Sie geben alles. Mariana ist da sichergestellt worden. Rund um die Uhr. Manchmal kann es auch gefährlich sein. Mit Teamwork gegen das Verbrechen. Wir sind ja in unserem Bezirk verantwortlich, dass wir den sauber halten. Komm mal, jetzt, das ist ja kein Kasperltheater. 24 Stunden Polizeieinsatz in Graz. Gleich auf ATV. Die Revierinspektoren Markus und Christoph halten im Zuge einer groß angelegten Schwerpunktkontrolle einen BMW an, der bei Rot über die Kreuzung gefahren ist. Sie stellen den Fahrer zur Rede und prüfen auch gleich die Verkehrssicherheit und Umweltverträglichkeit des Fahrzeugs. War schon rot, oder? Ja. Einmal die Motorhaube öffnen, bitte. Bei diesen Fahrzeugen haben wir es eben sehr oft, der E60er Baureihe, dass eben Downpipes verbaut werden. Das sind eben Ersatzrohre anstelle des Katalysators und Partikelfilters. Und das ist eben gerade bei der Baureihe sehr oft. Aus Kostengründen wird das gemacht. Ist eben illegal. Und das kontrolliere ich jetzt eben. Schauen Sie mal hier kurz. Sie haben ganz schön viel Öl aus der Liter, gell? Sehen Sie das? Öl. Das ist ganz schön dreckig und alles voller Öl. Machen Sie Pickeltermin. 20 im Sommer erst wieder. Ja. Würde ich einmal in die Werkstätte fahren an Ihrer Stelle, gell? Ja, habe ich dann vorgefahren. Ja. Aber in den Dichtung oder so. Eine Dichtung. Ja, Dichtung. Ja. Er stinkt doch ganz schön hinten raus, gell? Ja. Ja, Grund der Anhaltung wissen Sie eh, gell? War Rotlicht. Wenn Sie es gleich bezahlen, werden 70 Euro vor Ort. Die günstigste Variante. Sie können mit Karte zahlen oder bar, wie Sie wollen. Zahlen Sie bar? Ja, bar. Gut, wir sind bei Rot gefahren. Er hat es eh zugegeben. Ja. Hat ihm auch gegrinst, naja, der gewusst, der war eh schuldbewusst. Und weiß, habe ich ihm die Möglichkeit gegeben, dass er es gleich vor Ort zahlt, dann 70 Euro. Günstigste Variante. Sache ist erledigt. Ist ein Rotlicht nicht normalerweise eine Eintragung ins Führerscheinregister? Ja, das kommt darauf an, ob es mit einer Gefährdung in Zusammenhängt. Das war in dem Fall, hat es gerade von Gelb auf Rot umgesprungen, also in dem Fall nicht. Hebst du das durch oder soll ich? Ich kann es auch einheben, ja. Ja. Zahlt er bar? Mach ich am Vorderst mit ihm. Ja. Er zahlt bar, ja. Gut. Alkoholische Getränke haben Sie konsumiert. Machen wir einen kurzen Test. Einfach aufreißen. Genau, da hineinstecken. Anders. Fest. Genau, und so lange hineinblasen, bis es nicht mehr piepst. Tief Luft holen. Na, tief Luft holen und dann wie ein Luftballon. Nein. Sie müssen, ja. Hast du eine Eichsphäre? Okay. Im Auto? Ausblasen. Wie Luftballon. Ja. Ein bisschen länger. Sie müssen nicht so stark. Nein, stopp. Okay. Schauen Sie, ganz ruhig. Ganz langsam draufstecken. So. Tief Luft holen. Tief Luft holen. Hören Sie mir zu. Tief Luft holen. Und dann lange ausblasen. Perfekt. Mundstück können Sie behalten als Andenken. 0-0.
Perfekt. Nein, hilf mir. Passt, jetzt schreiben wir schnell eine Bestätigung und dann können Sie weiterfahren. Was hat der Alkotest ergeben? Ja, 0-0. 0-0. Mir trinkt ja keiner. Nichts trinken. Geld hast du, gell? Ja. Brauchst du die Uhrzeit? Nein, hast du. Hab ich schon. Bitte schön. So, und die Papiere, gell? Danke. Gute Weiterfahrt. Und in Zukunft bitte bei Rot stehen bleiben, gell? Danke. Passt, wiederschauen. Nächstes Mal. Ein Mann wird für eine Routinekontrolle angehalten, weil der Beifahrer nicht angeschnallt war. Und die Polizisten haben einen Verdacht. Alter, wie ein Attentäter. Ich schwöre, das geht mir am Arsch. Es ist nur als Sicherheit für uns, weil sie in unserem Auto mitfahren. Genau so ist es. Mehr ist es nicht. Außerdem, wir treffen einen Mann, der seit Jahren ohne Führerschein unterwegs ist und sich regelmäßig den Polizeikontrollen entzieht. Er fühlt sich ungerecht behandelt. Also Schlüssel habe ich erst dreimal abgeben müssen und davon gefahren bin ich 28 Mal und zweimal davon haben sie mich erwischt. Und die Verkehrspolizei überprüft bei einer Schwerpunktkontrolle, ob an dem BMW illegale Umbauten durchgeführt wurden. Wann sieht das auf der Kolumbusgasse mit der Troststraße? Na, hat 10. Bezirk die Kennzeichen schon abgenommen, ja, oder? Ja. Ja.